Vielleicht kennen Sie ja das Gefühl, was einem entgegengebracht wird, wenn man anderen Menschen etwas schenkt. Zum Beispiel zu einem bestimmten Anlass, wie Geburtstag oder Weihnachten. Ein Gefühl von Wertschätzung und Freude. Und irgendwie ist da auch noch mehr. Als Hypnotiseur ist für mich immer Weihnachten. Jeden Tag kommen zu mir Menschen, die mir dieses besondere Gefühl schenken, etwas Gutes getan zu haben. Mit der Arbeit als Hypnotiseur unterstützen Sie die anderen so sehr. Sie geben den Menschen nämlich genau das, was diese sich wünschen, und das ist lohnenswert. Die Ausbildung zum IAC-zertifizierten Hypnotiseur spricht gleichermaßen Personen an, die bereits in beratenden Bereichen arbeiten, sowie natürlich diejenigen, die sich erst dorthin orientieren möchten. Sie ist gedacht für Ärzte und Heilpraktiker, welche sich weiterentwickeln oder spezialisieren möchten, sowie natürlich für jeden, der eine erfüllende und menschenunterstützende Aufgabe sucht. Wir gehen im Institut für Hypnose und Coaching sehr auf die individuellen Erwartungen unserer Seminarteilnehmer ein und integrieren Wünsche in die jeweiligen Seminare. Natürlich gibt es aber auch bei uns den sogenannten roten Faden, nach dem wir uns richten. Denn in erster Linie wünscht sich die Mehrzahl aller Teilnehmer natürlich eine vollumfängliche und von überdurchschnittlicher Qualität gekennzeichnete Vollausbildung. Wir bieten praxisbezogenes und anwendungsbereites Wissen und integrieren sogar echte Klientensitzungen in unsere Ausbildungen mit ein. Weil Seminarteilnehmer verhalten sich in der Regel anders als reale Klienten, die ein Problem mittels Hypnose gelöst haben möchten. Und Theoretiker gibt es in unseren Reihen schon genug. Wir legen besonderen Wert auf kleine Gruppen und führen sogar Einzelvollausbildungen durch. Denn der Lernerfolg liegt dadurch deutlich höher. Das Ziel der Ausbildung ist ein umfangreiches Wissen rund um die Hypnose, deren Anwendungsmöglichkeiten und Techniken zu erlangen. Darüber hinaus soll das Lernen auf einer Ebene ablaufen, die völlig losgelöst von dem Lernen erfolgt, was wir alle noch aus früheren Schultagen kennen. Alles darf sich leicht und angenehm anfühlen und so gar nichts mit stressigen Pauken von Informationen zu tun haben.